Was geht ab, Leute? Team Bubble Tea. Wir haben heute mal was anderes, und zwar Wrestling-Karten von unserem Sponsor, der Kartensalon. Ebay-Shop und alles findet ihr unten in der Beschreibung. Der verkauft nicht nur Yu-Gi-Oh!-Karten, sondern echt alle Sammelkarten. Und heute mal was anderes, da wir zwei hier Wrestling-Fans sind und eigentlich auch der Rest und eigentlich auch der Rest vom Team. Sehr gut, dann machen wir mal die Musterkarten auf. Das ist ein Kartenspiel im Wrestling halt. Wir haben schon eins aufgemacht. Es gibt verschiedene Charaktere. Spielanleitung haben wir noch nicht richtig durchgelesen, aber werden wir auch gleich sehen. Aber sieht ziemlich einfach aus. Die Karten sehen an sich schon sehr gut aus. Aus Plastik halt. Und Papier. Da haben wir jetzt noch mehr Booster. Und ihr seht hier in diesem Display, dass es ziemlich viele sind. Also wir werden ziemlich viel Spaß daran haben, das aufzumachen. Wir werden auch schon heute unseren Spaß haben, wir glauben alles aufzumachen. So, in einem Booster sind 5 Karten drin. Verschiedene Charaktere, Aufgabengriffe, Royal Rumble, was auch immer das alles bedeutet. Schon mal sehr geil. Hauptsache wir ziehen alle 7. Das ist das Wichtigste für mich. Alter, Ted DiBiase. I Quit Match steht da sogar. Also man sieht Randy Orton, wie er leidet. Aber es leidet am Ende, wenn die kommt. Man sieht hier Defense, ATK, Sterne. Der Name. Schon geil. Oh mein Gott, schon mal The Miz. Also das, sozusagen ist das hier eine Holo-Karte. Sieht ein bisschen Glitzerrand. Das ist der Finisher-Move, Mann. Skullcrushing Finale. Ah, hier sehen wir sogar eine Booster-Karte, nennt man das. Das ist eine Leiter. Sehr gut. Oh mein Gott, Natalia. Schon geil, da ist der Ringlicht. Oh mein Gott. Das beste Geschenk. Ich flippe aus. Warum hören wir auf mit Yugi zu spielen? Spielen wir jetzt Wrestling. Gehen wir auf Meisterschaft. Oh mein Gott, hier sehen wir Mark Henry. Oh mein Gott. The World's Strongest Man. Mit seinem Alabama Slam. Mit seinem Stars with Pain. Richtig geil. Hier sehen wir noch hier das Mikrofon, Schlafding, TLC, richtig geil. Leute, Yoshitatsu, Mann. Ich will Jimmy Wang Yang ziehen, oder? Oh, hier ist The Undertaker. Oh mein Gott. Richtig geil. Hier was für Horn. Asian Goyle. Oh mein Gott, hier ist Randy Orton. Oh mein Gott. Man soll nicht so ein RKO ziehen, da ist alles perfekt. Der ist stärker als Undertaker, Mann. Natürlich ist er stärker als Undertaker. Die Survivor Series. Hier ist das Steel Pipe, richtig geil. Oh mein Gott, schon Ricky Dragon an, richtig geil. Boah, der Chris Masters, richtig geil schon. Master Lock. Oh mein Gott, Iron Sheik. Der war früher so geil. Ja, sehr gut. Das war es erstmal den Booster, was wir aufgemacht haben. Es gibt noch viel, viel mehr. Aber es kostet viel Zeit. Schauen wir mal das an. Das sind WWE Stickers. Auch echt geil. Kann man zu Hause überall dranhängen. An Auto, an Ordner. Auch die Yu-Gi-Oh! Karten. Sieht man
wir wollen auch echt viele Sticker. Wir können sie auch 50 Cent weiterverkaufen. Mal eins aufbauen. Wir sehen hier Triple H, John Cena, Rey Mysterio. Ah, es gibt es ist nummeriert, das heißt, es gibt ein Fotoalbum. Das, ja, das müssen wir uns auch noch kaufen. Oh mein Gott, Diva Championship. Und dann sehen wir hier so kleine Sticker. Hier ist Jack Swagger mit seinem Titel. Sehr gut, ich mache euch noch eins auf, damit ihr seht, was noch drin ist. Also für alle Wrestling-Fans, holt euch das. Kauft bei unseren Sponsor ein. Vielleicht kriegt ihr auch ein Fotoalbum, wo ihr das reintun könnt. Hier sehen wir Natalia, wie sie wieder ausflippt. Hier sehen wir Randy Orton mit seinem WWE-Gürtel, wo er nach 2000 irgendwas gewonnen hat, glaube ich. Was war das? Meine Ahnung. Rey Mysterio, Intercontinental Champion, Big Show. Auf jeden Fall echt lustige Sache. Sehr gut. Danke an unseren Sponsor. Kartensalon. Check ihn mal ab. Alles unten in der Beschreibung. Für alle WWE-Fans, holt euch das. Es lohnt sich. Das Spiel macht bestimmt auch Spaß. Wir werden das noch ein bisschen spielen später. Und sagen euch dann, wie es war. Euer Team Bubble Team.